vielleicht meine kleinen Mäuseleins. Sophie, wer kommt da? Warte, da bleiben. Papa, die Sophie kommt zu dir. Schauen wir mal, wer kommt da? Emmy, Sophie. Boah, ist echt kalt. Hallo meine Lieben, übrigens, der Papa hat gerade die Mädels vom Kindergarten nach Hause. Das sind die Mädels. Hallo! Luisoni! Ladizoni! Mausis! Langsam. Hey. So, rein mit euch. Emmy und Sophie. Diese kleine Pfoten sind wohl. Oh, Mietzekatze. Ja. Ja, das war der Papa. Mit Farbe. Na komm rein. Komm, Sophie. Du darfst auch rein. Ich habe im Kindergarten geschrieben. Oh, sie lachen mal kurz meinen Bauch. Du bist ein süßer Keks. So warst du rauf? Wo warst du? Ich war heute in Turnsaal. Ach so. Und war's schön? Ja. Warst du dabei? Ja. Ich habe die Gartenhäuser heute zu Hause vergessen. Super. Und im Glück waren wir auch nicht im Garten. Ja, zum Glück. Aber schau mal, was der Papa für die Sophie. Die Restchen immer. Da freuen sich die Hunde immer, gell? Was ist übergeblieben von der Jause? Eine für dich. Okay, eine für dich nochmal. Haben wir Mäuse zu Hause? Diese für dich. Nochmal ein herzliches Hallo von mir, meine Lieben. Wie ihr gesehen habt, hat der Papa vorhin die Mädels vom Kindergarten abgeholt. Wir haben jetzt den ganzen Vormittag uns tatsächlich nur aufs Arbeiten konzentriert und fokussiert, damit wir so schnell wie möglich fertigstellen, bis die Mädels noch im Kindergarten sind. Und das haben wir ja auch geschafft. Papa hat das Video fertig geschnitten und ich bin mit dem Online-Shop so einigermaßen, ja, fertig noch nicht, aber bald. Das ist immer so schwierig, wenn die Mädels daheim sind, dass man sich da wirklich ganz fokussiert arbeiten kann. Vor allem, wie es mir gestern auch so schlecht ging und ja, ich bin noch nicht in meinem Optimalzustand. Also ich bekomme einfach so schwer Luft und bin so schnell aus der Puste. Es ist ja so, dass wenn man schwanger ist, man hat, glaube ich, ein Viertel Liter mehr Blut, also ein Viertel Volumen vom eigenen, ich weiß gar nicht, wie viel Liter Blut. Was ist denn, Sophie? Warum weinst du? Steht da vor der Tür, sitzt da vor der Tür und weint. Willst du rein? Komm. Hat man hier auch irgendwann mal kurz Ruhe? Nö, gell? Ja, auf jeden Fall. Nehme ich ja jetzt brav Eisen und Vitamin D3, so heißt das. Ich bin jetzt im Badezimmer, wie ihr seht, weil ich muss mich ein bisschen fertig machen. Ein bisschen Haare glätten, habe ich gedacht. So diese leichten Wellen vom Schlaf rausmachen und mich ein bisschen schminken. Ich muss nämlich heute noch zwei Fotos machen für Instagram. Einmal Babyfoto-Bauch und einmal ein Gewinnspielfeld. Das habe ich ja gestern schon, habt ihr ja schon gestern gesehen. Und heute mache ich es fertig. Also da fehlt noch ein Teil, den muss ich selber fotografiert werden. So, meine Lieben, ich bin jetzt fertig gemacht, wie ihr sehen könnt. Und wir werden jetzt gleich, also ich werde euch mitnehmen, also wie ich sage, wir, also ich meine ich und euch, gehen jetzt gleich in die Küche zum Papa und zu den Kindern und werden was zum Mittag essen. So, meine Lieben, wir werden jetzt mal in Ruhe zu viert essen. Hier ist der Papa, hier bin ich. Wie ihr sehen könnt, wir haben die Würstchen. Papa kocht hinten auch Baked Beans für die großen Kinder. Und hier sind die kleinen Mäuse, die essen. Luisa hat sich für Chicken Nuggets entschieden und die Lara isst Pesto mit Nudeln. Ja, die großen Kinder kommen in 2 Stunden ungefähr nach Hause. Und wir werden auf jeden Fall mal schnell essen. So, meine Lieben, wir haben jetzt ein bisschen später schon mittlerweile. Die großen Kinder sind von der Schule gekommen, die haben schon gegessen, habe jetzt gar nicht mehr gebloggt, weil ich noch mal ein bisschen was am Online-Shop gemacht habe. Und der Papa das Video fertiggestellt hat. Und jetzt passen die Großen kurz auf die Kleinen auf, weil wir müssen nochmal in Sachen Weihnachtsmann-Mission los.
Das heißt, also wir haben schon eigentlich einen Großteil der Geschenke, aber uns fehlen noch so ein paar Kleinigkeiten. Und deswegen schauen wir kurz zum Smith Toys. Smith. Und zum Müller vielleicht auch. Bei uns in Österreich, weil ja die Frage jetzt auch schon öfter kam, bei uns in Österreich sind die Geschäfte nicht geschlossen, weil unser Lockdown, der war schon. Also als ihr, also unser Lockdown war zu Nikolauszeit herum. Also der war, bevor, als ihr keinen hattet, oder? Ja. Also die, für die Deutschen unter euch, weil ich diese Frage natürlich jetzt hauptsächlich von den deutschen Jüngeren bekomme. Nee, wir haben keinen Lockdown mehr. Also natürlich sind Gastronomie und Hotels und so geschlossen. Ja, bei uns sind die Geschäfte ganz normal offen. Und vor einer Woche war es noch zu. Da war die Michelle auch noch im Distance Learning, aber jetzt ist Michelle in der Schule. Ja. Was hältst du von so einem Aquabeam? Wir sind hier schon beim Smith Toys. Es ist nicht viel los, oder? Aber wir stehen gerade in einem Regal, wo ein bisschen mehr Leute stehen, oder? Yep. Yep. Arbeitest du beim Weihnachtsmann in der Werkstatt, oder? Ja. Yeah. Was hältst du von dem? Au. Was kann er? Also das sind so Perlen für die Lava. Ich habe mir gedacht, du kannst so Formen nehmen, dann macht man sie nass und dann ist es fertig. Es ist anders, es ist wie Bügelperlen, nur dass man sie nicht mit Hitze, sondern mit Wasser erhärtet. Mhm. Na gut. Es gibt dann auch noch so eins. Aber ich glaube, wir sind jetzt fertig, oder? Nein. Die Mama würde am besten alles hier kaufen. Nimm das ganze Regal bitte. Und gib seine Masche drauf. Frohe Weihnachten. Gar nicht. Aber ich suche noch so Kleinigkeiten, weil wir haben schon. Im Wert von mehrere hundert Euro. Stimmt gar nicht. Wir haben mal in den Wagen, da ist voll wenig drin noch. Also, wir haben ja schon das meiste. Ich zeige euch den Wagen nicht. Wieso nicht? Weil ich nicht will. Weil du gar nicht willst. Bei uns ist nämlich der Papa der Sparfuchs und ich die rausschmeißen. Geld rausschmeißen. Ja. Wenn ich den Papa lassen würde, würden die Kinder weinen. Zu den Geburtstagen und zu weinen. Sei ein Blödsinn. Oh ja, das stimmt auch. Wir ergänzen uns hier. Ja. Eine gibt mehr, eine gibt weniger aus. Genau, und wir finden uns in der Mitte. Genau. Also mehr ausgeben. Die Frauen gewinnen immer. Stimmt doch gar nicht. Beim Smith Toys sind wir fertig. Auf jeden Fall haben wir schon einige Sachen geholt. Und jetzt schauen wir noch kurz zum Müller. Da nehmen wir euch aber nicht mit, weil da wird wieder Musik gespielt wahrscheinlich, oder? Der Papa ist schon am Einschlafen. Einkauf mal richtig müde, vor allem Geld aus. Zahnpasta brauchen wir übrigens auch, gell? So, schauen wir mal rein. Und euch lassen wir im Auto. Wir sind wieder zu Hause. Gibst du mir diese Box auch? Und wir haben auch, wir waren ja noch bei Müller, das habe ich ja gesagt. Und da haben wir was voll Cooles gefunden. Und zwar gibt es bei Müller diese Nepal-Jausenboxen. Dankeschön. Da haben wir zwei von denen gekauft. Mit so Safari. Findest du die schön, Lara? Lara findet die nicht so schön. Aber es gab nur sonst so LOL oder Einhorn. LOL und Einhorn? Findest du LOL und Einhorn besser? Was war das? Einhorn. Einfach ein Einhorn. Ich kann nicht Einhorn. Das war nicht schön. Auf jeden Fall, so schauen die aus und so sind die drinnen. Finde ich voll cool eigentlich und die waren gar nicht so teuer, 9 Euro haben die gekostet. Und dann haben wir neue Trinkflaschen gekauft, weil ihr habt ja mal in unserer Story, diese kleine Story, in unseren Vlogs dieses kleinen aus Metall. Und da haben einige gefragt, boah, das sieht süß aus, was ist das oder woher habt ihr das? Das haben wir bei Amazon gekauft. War aber nicht so toll. Also die Luisa konnte das nicht so gut aufmachen mit der Hand. Und für die Lara war es zu wenig Inhalt drinnen. Jetzt haben wir von Systema welche gekauft. Ja! Braucht eine Übung. Das Wasser drin. Ja, da kann man dann Wasser trinken. Die Luisa muss noch ein bisschen üben. Wenn wir Wasser drin haben, dann machen wir einfach so. Und dann. Genau, zeig mal an. Die Lara zeigt euch mal, wie das funktioniert. Und dann habe ich noch fürs Baby ein Schlafanzug gefunden. Das ist mein. Das ist dein? Das steht, bis ich bin schon da. Genau, ich bin angekommen. I've arrived.
Ja, und Zahnpasten habe ich noch gekauft. Also einmal für uns Bio-Repair. Ich finde die Zahnpasta so richtig gut. Und für die Kinder eine Elmex. Hey, meine Lieben, ich habe mich gefühlt gar nicht von hier wegbewegt. Wir haben hier noch, wir haben noch was zum Abend gegessen. Das ist der Große. Und, Dankeschön. Ich bin gerade richtig müde. Was haben wir noch gemacht? Also ich habe am Computer gearbeitet. Ich habe noch am Laptop hier einige Sachen vorbereitet für diesen Post, was ich dir euch ja gesagt habe. Wegen, ich kann nicht klare Gedanken fassen. Wegen dem Gewinnspiel. Genau, das habe ich gemacht. Und jetzt sind alle im Bett. Also alle außer Michelle, die noch hier herumguckt. Und der Patrick. Die Kleinen sind im Bett. Der Papa ist auch schon im Bett. Der ist nämlich ziemlich müde. Und ich muss jetzt hier noch ein Pancakes-Teig vorbereiten, weil Luisa morgen ihren Geburtstag im Kindergarten nachfeiert und sie braucht ein Geburtstagsfrühstück und ich habe mir gedacht, ich mache ihnen so Pancake-Lollis mit so Zuckerstreusel und so, also irgendwas Besonderes halt. Da ist unser Kindergarten ganz entspannt. Also ich weiß, bei manchen ist das nicht so gerne gesehen, wenn die Kinder so Süßes und sowas essen. Aber es ist ein Geburtstagsfrühstück. Das habe ich eh mal in meinem Lunchbox-Video gezeigt, wie ich das mache. Dafür braucht man einfach Cake-Bob-Stiele. Die kommen dann einfach in die Pfanne hinein. Zeige ich euch nochmal gerne. Bitte ignoriert das Chaos am Tisch. Denn ich habe dafür leider keine Kraft mehr, das wegzuräumen. Jetzt 2, 4, 8 Stück geworden. 2 sind mir kaputt gegangen. Also da ist dieses Stiel runtergegangen. Und eine schaut aus wie eine Blume. Unbeabsichtigt, aber schaut cool aus. Und ich habe jetzt Kuvertüre in der Mikrowelle geschmolzen. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Probiert es aus, das ist mega schnell. Und natürlich habe ich auch Zuckerstreusel in vielen bunten Farben und das werde ich jetzt hier gleich verwenden zum Dekorieren und die Küche schaut aus wie ein Sauhaufen. Der Papa wird morgen sich denken, was hat die Alte denn da noch gemacht? Ja, auf jeden Fall zeige ich euch mal schnell, wie ich diese hübschen Pancakes-Lollis dekoriere. Hier habe ich schon mal dekoriert. Hier habe ich bunten Zuckerstreusel, hier habe ich so rosa mit Gold, wie ihr sehen könnt. Hier habe ich blau. Die Luisa liebt übrigens die Farbe blau. Und hier habe ich ein L mit Perlen gemacht und 3 Sterne für den 3. Geburtstag. Ich werde das jetzt hier noch alles schön dekorieren und zeige euch dann danach, wie das Ganze ausschaut. So, meine Lieben, fertig bin ich. Ich habe jetzt der Lara auch so ein L gemacht mit 5 Sternen, weil sie hat 5 Jahre alt ist und Luisa 3 und ja, das ist mein Kunstwerk und ja, ich habe auch ein paar Mandarinen vorbereitet, also nicht, dass die Kinder nur was Süßes naschen. Ja, Geburtstagsfrühstück für morgen ist ready und ich werde mich jetzt auch vom Vlog verabschieden. Ich werde jetzt mich nochmal abschminken